Okay, gut, dann rufe ich mal den ersten Patrick des Abends hier mit auf die Bühne. Patrick, wir switchen mal kurz das Slide Deck. Wäre super. Ich habe noch gar nicht berichtet, ihr habt ja eigentlich zwei Hürden, ne? Das eine ist ja mal die Company Size, die natürlich so eine Transition auf die Google G Suite eine Herausforderung macht. Die andere Geschichte ist, dass Patricks Company aus der Automotive-Branche kommt. Und die Automotive-Branche ist zum einen natürlich mit sehr vielen Regulierungen versehen und zum anderen aber auch mitunter etwas konservativer unterwegs. Und ja, da wir auch einige Kunden aus dem Themenfeld haben, bin ich super gespannt und ich habe schon einigen angekündigt, dass ich das Video danach direkt weiterleiten werde. Die sind auch super gespannt, was ihr einfach in der Einführung erlebt habt und wie ihr in der Automotive-Branche mit einer großen Organisation diesen Change angegangen seid. The stage is yours. Vielen Dank. Leg los. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite her. So, also, was erwartet Sie die nächsten 30 Minuten? Zuerst mal das Standardprogramm, wer ist überhaupt die RLE, was machen wir, wo wollen wir hin? Ist dann das nächste, wie sieht unser Arbeitsplatz der Zukunft aus? Jeder hat das schon mal gehört, jeder macht es wahrscheinlich, aber jeder geht es anders an. Da wollen wir auch mal vorstellen, wie wir es in etwa machen. Danach direkt bei der Einführung der G Suite, Herausforderungen, Herausforderungen, Herausforderungen. Wie sind wir die angegangen? Was waren so die größten Herausforderungen, die wir hatten als mittelständisches Unternehmen? Und danach halt, wie sind wir an das Projekt rangegangen und wo stehen wir heute und was ist unser Zukunft oder unser zukünftiger Weg, so gesagt. Ja, normalerweise würde den ersten Part mein Chef übernehmen, den Thomas Stab. Der kann leider aus terminischen Gründen nicht, dann übernehme ich das auch mit. Er ist seit letzten Jahres dabei und hatte mit Rojan gemeinsam das Konzept ausgearbeitet bzw. die RLE bei der Digitalisierung im eigenen Unternehmen unterstützt und halt überzeugt, dass die G Suite die richtige Lösung ist. Ich bin seit 11 Jahren dabei, habe dort gelernt und kenne das Unternehmen, ich will nicht sagen wie meine Westentasche, aber ich bin schon einer der älteren Mitarbeiter in dem Fall. Ja, wer ist die RLE? Die RLE ist ein mittelständiger Automobilentwickler. Also wir produzieren keine Teile, sondern entwickeln wirklich das komplette Auto vom Motorblock bis hin zu Karosserieteilen, aber wirklich nur auf dem Zeichenbrett bzw. digital. Die RLE wurde 1985 gegründet in Overath, im bergischen Overath, das ist in der Nähe von Köln. Dort wurde es ursprünglich mit 15 bis 20 Mann gegründet und wie man heute sieht, sind wir über 2300 Mann und agieren weltweit. Unsere Aufstellung ist halt auch so gewählt, in der Nähe von Kunden. Das war uns ganz wichtig, dass wir immer beim Kunden direkt vor Ort sind, wenn der Kunde ein Problem hat oder besser gesagt, wir dem Kunden irgendwie unterstützen können, dass wir nicht lange Anfahrtswege haben, sondern direkt vor Ort sind. Das war uns sehr wichtig und dementsprechend hat die RLE auch sehr viele Lokationen weltweit. Hauptsächlich auf Deutschland betrieben, aber wir sind auch in USA, Indien, Australien sind wir auch als Beispiel, also wirklich weltweit verteilt. Und man sieht anhand dieser Standorte schon die Komplexität von dieser ganzen Thematik Einführung G Suite. Denn jede Kultur ist anders, gerade als Beispiel die indische Kultur ist unserer Erfahrung nach anders gestrickt als die deutsche und das mussten wir alles in diesem Projekt vereinen. Ja, das sind so unsere Hauptfacts, so gesagt. Uns ist es immer wichtig, das Bestmögliche für den Kunden rauszuholen. Dementsprechend sind wir daran interessiert, immer beim Kunden auch zukünftige Innovationen mit voranzutreiben beziehungsweise dem Kunden auf zukünftige Innovationen zu stoßen. Dementsprechend haben wir an unseren Standorten immer Kernteams, welche alles bearbeiten können, aber wir haben auch fokussiert ganz speziell Spezialisten an einzelnen Standorten und wenn wir dann gemeinsam mit einem Kunden ein Projekt bearbeiten, dann werden alle Teams zusammengeführt. Und da hatten wir immer die Herausforderung in der Vergangenheit, wie arbeite ich weltweit verteilt zusammen an einem Projekt, bezogen auf Dokumenten oder auch Präsentationen. Und dann, man kennt es ja auch von der Zeitverschiebung her so gesagt, okay, die indischen Kollegen sind viel weiter meines Wissens vor, wir sind zurück. Wie arbeitet man zusammen, ohne nicht diesen Zeitversatz immer zu haben in den Projekten, was gerade in der Automobilindustrie sehr kritisch und schwierig ist. Da es oftmals so ist, das Projekt wurde gewonnen und man muss eigentlich direkt anfangen. Und das war in der Vergangenheit immer unser Problem
Und so sind wir dann darauf gekommen, wir müssen unsere Arbeitsweise als auch unsere Arbeitsstruktur und Infrastruktur grundlegend ändern. Und deshalb haben wir für uns gesagt, wir brauchen ein Arbeitsplatzmodell der Zukunft. Das Arbeitsplatzmodell der Zukunft ist hier auf der rechten Seite ein grober Entwurf in verschiedene Zonen geteilt. Wir wollen, dass die Mitarbeiter flexibel arbeiten können, egal von wo, aber auch, dass die Projektteams sich zusammenfinden können, einen Ruheraum haben und nicht auf einer großen Projektraumfläche sitzen und gestört werden durch andere Projekte etc. Und was auch bei uns ganz speziell dazu kommt, wenn ich oder als Beispiel für einen großen Kunden arbeite, ich sage jetzt mal BMW, dann darf nicht neben dem BMW-Mitarbeiter oder dem Mitarbeiter von uns, der gerade für BMW arbeitet, der Daimler-Mensch sitzen. Denn er könnte ja beispielsweise auf dem Bildschirm gucken und irgendeinen Prototyp sehen, was er bei BMW dann einbauen könnte. Das ist immer unsere Herausforderung und das müssen wir gerade als mittelständisches Unternehmen sehr beachten, weil ich will nicht sagen, wir sind abhängig davon, aber es ist halt schon eine andere Hausnummer, wenn auf einmal eine BMW vor der Tür steht, als ein neues Startup, sage ich jetzt mal. Ja, welche Herausforderungen hatten wir an der ganzen Thematik? Die größte Herausforderung ist, da wir 1985 gegründet wurden, auch noch sehr viele Mitarbeiter von damals haben und immer, sage ich ganz offen, Microsoft spezialisiert waren, wie ändere ich die Kultur im Unternehmen? Das Hauptproblem war, der Mitarbeiter, als Beispiel einer, der in, ich sage jetzt mal, 10 Monaten Rente geht, der ist nicht mehr so gewillt wie gerade ein junger Mitarbeiter, Neues zu lernen, gerade speziell die Umstellung nur noch im Browser zu arbeiten oder im Vergleich zum Microsoft habe ich für alles was anderes, was ich anklicken muss und im Browser ist es ja eins, wie geht denn das? Das war eines der größten Herausforderungen und gerade, das kennt glaube ich jeder hier, wenn das Wort Google fällt, sagen 50% der Leute, oh Google, meine Daten, die gehen ja alle, in dem Fall an Rojan. Und wie kriege ich diesen Mindchange in den Kopf rein von den Mitarbeitern? Also wir hatten auch Mitarbeiter, ganz offen gesagt, die gesagt haben, wenn ihr auf Google geht, verlasse ich das Unternehmen. Wir waren erstmal ein bisschen schockiert. Wir konnten sie aber alle glücklicherweise einfangen, so gesagt, und auch erklären und auch nahelegen, die Daten gehen nicht an Google, die Daten sind weiterhin der RLE und das war uns sehr wichtig, bevor wir das Ganze angegangen sind. Deshalb der Kulturwandel war die größte Herausforderung, die wir hatten. Aus der IT-Brille wiederum gesehen, wo ich ja herkomme, hatten wir die Herausforderung, wir sind ein kleines IT-Team, insgesamt 12 Mann und betreuen 2300 Mitarbeiter weltweit. Wir sitzen nicht alle in Köln, wir sind schon ein bisschen verteilt, in Böblingen sitzen ein paar, in Indien sitzen ein paar. Aber wie kriegt man mit 12 Mann das Ganze wirklich gemeistert? Weil es ist ja ein tiefgreifender Eingriff ins Unternehmen und geht dort irgendwas schief, das wird teuer. Also haben wir überlegt, mit welchen Mitarbeitern aus der IT möchten wir das Ganze angehen. Es gibt Mitarbeiter, die sind sehr fokussiert auf ihren Bereich. Ich nenne jetzt mal irgendeinen Bereich, zum Beispiel einen Netzwerker, der sagt, meine Firewall, was interessiert mich der Rest? Also haben wir uns speziell Leute rausgesucht in dem Team, die gewillt waren, was zu bewegen. Bewegen in Form von, okay, ich möchte jetzt endlich das Unternehmen voranbringen, ich möchte mich einige auch selbst verwirklichen. Also haben wir diese Leute speziell ausgewählt und das ist jetzt nicht nur dahergesagt, wir machen diese Umstellung mit insgesamt 3 Mann. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir können keinen Big Bang angehen, denn wenn wir 2300 Mann auf einmal umstellen, da kommt eine Flut an Tickets oder beziehungsweise Problemen auf uns zu, das kriegen wir gar nicht gehandelt und durch diese Flut verprellen wir so gesagt die Leute und die Motivation, was Neues zu nutzen, ist nicht mehr da. Dann heißt es so, oh, dieses blöde Google als Beispiel, was soll ich damit? Ich nutze mein Outlook. Deshalb war das für uns ganz wichtig, dass wir sagen, ein Big Bang können wir uns gar nicht leisten, also sind wir in Phasen gegangen. Durchlaufen gerade auch die Phasen. Und die erste Phase war der Change von Outlook zu Gmail. Aber da komme ich jetzt gleich zu. Also, bevor wir angefangen haben, haben wir natürlich auch externe Unterstützung mit eingekauft. Wir hatten da ein paar Empfehlungen. Wir haben uns dann am Ende auf ein Unternehmen namens Cloudwürdig geeinigt und die haben uns dann auch durch ihre Erfahrung unterstützt, speziell in der Trainingsphase, in der Beta-Phase, auch in der Analysephase. Sind die immer bei uns gewesen, sind es auch noch zum jetzigen Zeitpunkt, denn wir wollten einfach sagen, okay, wir brauchen Erfahrung, wir haben es nicht. Aus der Vergangenheit aus, Microsoft 40 Jahre da, boah, wie macht man das denn am besten? Also die Cloudwürdig dazugeholt und dann ging es eigentlich los.
In der Analysephase war es uns erstmal wichtig, was sind denn eigentlich so die Stimmungsmacher im Unternehmen? Was sind die Stakeholder? Wie hole ich die ab neben der Geschäftsführung? Man kennt es gerade in so Unternehmen, die schon lange mit denselben Mitarbeitern arbeiten. Wir haben gewisse Personen, auch wenn sie normale Mitarbeiter ist, wenn er sein Team was sagt, das Team läuft ihm hinterher. Und deshalb war es uns ganz wichtig, die Stakeholder von vornherein abzuholen und zu analysieren. Da komme ich dann gleich noch zu. Dann Power-User. Power-User sind bei uns zum Beispiel Finanzabteilungen. Die arbeiten mit Excel. Wir haben ein ERP-System, was jeden Export so gesagt in Excel macht. Und da sagen wir auch ganz ehrlich, das haben wir auch mit Cloudwürdig abgeklärt, als auch mit Google, die Finanzabteilung muss auf Excel bleiben, weil sonst funktioniert es in dem Fall nicht. Weil dieses Programm, was wir nutzen, das ERP-System, ist jetzt kein großes Bekanntes, es ist eher ein kleines, teilweise auch Eigenentwicklung mit dran. Das haben wir uns dafür entschieden, dort auf Excel zu bleiben. Aber uns war wichtig, dass wir auch diese Leute identifizieren und gemeinsam irgendwann auch den Schritt schaffen, dort umzusteigen. Dann gibt es während dieser ganzen Transformationsphase Personen, die identifiziert werden und in dem Fall Google Guides genannt werden, die neben der IT auch gewillt sind, was im Unternehmen zu verändern und sich bereit erklären, neben ihrer täglichen Arbeit auch speziell geschult zu werden, zu zeigen, hey, warum machst du das so? Es geht doch so viel einfacher, du machst es dir umständlich. Also vom Prinzip, wir nennen es so, der verlängerte Arm der IT in den Fachbereichen drin. Weil es ist oftmals so, die IT hat ja was eingeführt, das ist blöd, den sage ich das einfach nicht. Also haben wir so gesagt, unsere Ohren überall verteilt, die uns aber auch helfen, dass wir frühzeitig in kritischen Situationen reagieren können und die Leute an die Hand nehmen, wenn die Google Guides nicht weiterkommen, um Probleme zu lösen. Dann, wie ich anfangs gesagt habe, haben wir das kleine Team, also haben wir auch weitere Ressourcen gebraucht. Also neben den Personalressourcen war es uns auch sehr wichtig, welche Hardware brauchen wir, was müssen wir zuvor infrastrukturell verändern, um überhaupt den Change zur GC zu machen. Speziell sind wir da darauf eingegangen, dass wir Serverkapazität gebraucht haben, um diesen ganzen Migrationsprozess in dem Fall schneller voranzutreiben, denn wenn Leute 40 Jahre im Unternehmen sind, dann haben die keine 2 GB im Postfach, dann haben die teilweise bis 80 GB, haben wir festgestellt. Und abschließend haben wir dann in der Analysephase noch die Schulungsunterlagen erstellt anhand unserer Erfahrungen. In der Beta-Phase, das war für uns so im Unternehmen der erste Schritt, wo es jedem bekannt gemacht wurde. Das Announcement ging so gesagt raus und wir haben direkt die wichtigen Abteilungen in Form von Betriebsrat, der Betriebsrat war einer oder hätte ein Gefährder sein können, mit einbezogen. Die Stakeholder haben wir mit eingezogen. Also ganz viele Stakeholder, die wir identifiziert haben, waren mit im Kickoff dabei und ich will nicht sagen, wir haben sie gezwungen, aber wir haben gesagt, okay, ihr seid First User. Ihr seid die Ersten, die mit diesem neuen Produkt arbeiten können und ihr könnt uns direkt kommunizieren, wenn was nicht funktioniert und könnt direkt den Arm heben und dann gehen wir auf das Thema ein, bevor wir später Leute migrieren und dann auf gut Deutsch auf die Schnauze fliegen. Wie sind wir dann weitergegangen? Wir haben gesagt, die Google Guides, die ich eben schon erwähnt habe, werden erstmal geschult. Viele davon waren auch Stakeholder, dass die auch Bescheid wussten. Und wir haben anhand dieser Beta-Phase die täglichen Herausforderungen festgestellt. Da waren Sachen bei, die sieht man aus der IT-Brille gar nicht. Da kommt beispielsweise die HR-Abteilung auf mich zu, ja, aber ich habe doch da ein Zeugnis und da klicke ich einfach nur Felder zusammen, dann habe ich meinen Text. Ich so, aha, so arbeitet ihr? Gut zu wissen. Da war es uns halt sehr wichtig, in dieser Beta-Phase auch zu identifizieren, was könnte der Knackpunkt werden, wo könnten wir drüber stolpern. Und dann war es uns halt auch wichtig, diese Herausforderungen frühzeitig schon zu beseitigen, bevor wir die große breite Masse migrieren. Der nächste Schritt war die Migration und gleichzeitig auch das Training. Wie geht man hin, weil man die verschiedenen Altersschichten im Unternehmen hat, um speziell auf jeden Einzelnen einzugehen? Ich will niemand diskriminieren oder so, aber eine junge Person fasst ein Training eher auf oder besser fasst Trainings, die so locker, lässig gemacht werden, besser auf als zum Beispiel jemand, der kurz vor der Rente steht, der gar nicht möchte. Also was uns sehr wichtig zu sagen, wir brauchen ein Training, was auf jede Altersgruppe zugeschnitten ist. Also hätte sich angeboten, so gesagt, die, ich nenne es jetzt mal 20-Jährigen in ein Training, die 30-Jährigen, davon wollten wir weg, weil dann hätten wir, ich sage jetzt mal,
bei einigen Generationen wahrscheinlich nur Nörgler gehabt und andere, die nur motiviert sind. Wir haben eine Mischung daraus gemacht. Wir haben speziell darauf geachtet, dass die Trainingsteilnehmer aus jeder Altersschicht waren. Dass die Motivierten auch die Demotivierten mitziehen und sagen, ey, guck mal, das geht doch so, das ist voll toll. Das war uns sehr wichtig. Und was wir festgestellt haben, das haben wir in den ersten Trainings, sage ich ganz offen, auch unterschätzt, den Projektablauf jedem transparent zu machen. Die dachten, okay, da kommt jetzt was, die IT macht wieder was, wie geht denn das jetzt weiter, wie soll ich denn arbeiten? Das war für uns wichtig, dass der Projektablauf erläutert wird. Wie haben wir es gemacht? Aus der IT, als auch einige Stakeholder und Google Guides waren immer im Training dabei, eine Stunde, haben das Projekt erklärt und sind gegen Ende nochmal reingegangen, entweder remote oder in dem Fall schon über Hangouts und haben nochmal Fragen beantwortet. Das hat den Mitarbeitern das Gefühl vermittelt, hey, die haben sich wirklich was dabei gedacht, das war uns sehr wichtig und die sind ja für meine Fragen da. Die machen das nicht einfach. Das war für uns sehr, ja, sehr, sehr wichtig, dass wir nicht auf dem Weg Leute verlieren. Und dementsprechend haben wir dann für den Trainer, die kam von extern, weil wir gesagt haben, wir kriegen es nicht gestemmt und die haben die Erfahrung, haben wir auch einen direkten Chatkontakt eingerichtet. Während dieses Trainings hatten wir einen direkten Draht in die IT-Abteilung, dass wenn was war, direkt, hey, beispielsweise der Account ist noch nicht freigeschaltet, gechattet, innerhalb von, ich übertreibe jetzt nicht, 5 Minuten war das Problem gelöst und der Mitarbeiter konnte arbeiten. Das war uns sehr wichtig, denn wir haben jeden Mitarbeiter erst freigeschaltet im Training. Denn im Training war es uns wichtig, hätte der Mitarbeiter das vorher gemacht, hätte er da rumgeklickt, hätte er schon so einen gewissen Eindruck gehabt. Vielleicht hätte er auch was falsch gemacht. Denn wir haben auch diesen Schritt dazu genutzt, durch die hohen Regularien, die uns durch die Autoindustrie gesetzt werden, die Zwei-Faktor-Authentifizierung direkt mit einzuschalten. Das kannten unsere Mitarbeiter vorher nicht. Und dann so, wie, ich muss ein Handy eingeben oder ein Stick, wie geht denn das? Und weggeklickt das Fenster. Davon wollten wir weg, das wurde mit in dem Training gemacht und die Mitarbeiter sind alle auf den zweiten Faktor umgestiegen. Und haben es auch verstanden. Dann haben wir noch die Herausforderung gehabt durch die Automobilindustrie. Viele von uns sitzen intern, aber auch sehr viele sitzen beim Kunden. Die wollten wir auch nicht verlieren, weil die Zeit beim Kunden ist immer begrenzt. Solange die Projekte da sind, ist das Projekt rum, kommt er rein. Hä, es war doch noch Outlook vor mir. Warum ist es denn jetzt anders? Wie arbeite ich denn jetzt? Also haben wir gesagt, wir möchten alle mitnehmen. Wir haben die Trainings intern gemacht und die Leute, die extern sitzen, wurden später freigeschaltet, einen Monat nachdem die intern freigeschaltet sind, aber jeder hatte die Möglichkeit, dasselbe Training zu bekommen, in dem Fall in Form eines Videos und er hatte einen Direktkontakt zur IT, also wir haben einen separaten Incident-Bereich eingerichtet, wo gerade die externen Mitarbeiter hinschreiben konnten, wo wir auch eine SLA gesetzt haben, innerhalb von 8 Stunden haben die ihre Antwort gehabt, dass die nicht auch vor den Kopf gestoßen werden. Ja, intern machen die es alle und ich extern, der hier beim Kunden das Geld verdient, wird ja einfach vor was gesetzt. Das wollten wir auf keinen Fall. Deshalb war es uns sehr wichtig, beide Bereiche mitzunehmen, intern als auch extern. Abschließend, wie es so üblich ist, Konferenzräume. Bei Microsoft Skype for Business, wir haben es auch so weit getrieben, dass wir eine direkte Einwahlnummern haben, auch Festnetztelefonie über Skype for Business machen, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt aber auch unsere Konferenzräume umstellen. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, diese Umstellung schaffen wir nicht parallel zu der Migration, wir machen sie im Nachgang. Als Beispiel, wir haben jetzt letzten Monat deutschlandweit Jamboards ausgerollt. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein großer Fernseher, wo ich drauf malen kann, wo ich Konferenzen mitmachen kann, Brainstorming. Und die kann ich auch zusammenschalten. Wenn Köln malt, sieht Böbling das, und Böbling malt, sieht München das. Und wenn jemand gerade zu Hause ist, kann das an seinem Rechner auch sehen. Also diese ganze Konferenz-Hardware als auch dieses Konferenzkultur hat sich damit jetzt schon verändert. Wir merken es, es geht langsam los, aber wir merken es jetzt schon, dass wir allein heute 12 Jams hatten, was vorher über Skype for Business war und dann so, ja, teil mal deinen Bildschirm und dann geht das wieder nicht und hin und her. Und da, ich gehe in den Raum, klicke da oben drauf, klack, bin ich drin und es funktioniert. In dem Fall, das war uns sehr wichtig. Und dann hatten wir immer iPhones. iPhone funktioniert auch mit der G Suite, aber wir haben gesagt, wir wollen komplett umsteigen und was bietet sich mehr an, als die Hardware von Google zu nutzen, um die Google-Produkte auch in dem Fall, was aufeinander abgestimmt ist, besser in das Unternehmen reinzutreiben. Also haben wir auch 300 Pixel bestellt, unterschiedlich, also die großen, die kleinen, alles nach teilweise auch Hierarchieebenen und rollen auch die Handys aus. Wir sind jetzt meines Wissensstandes beim 190. was wir ausgetauscht haben, iPhone gegen Pixel
und wir sind stetig dran, die auszutauschen. Durch den Automobilsektor wiederum sind wir sehr an Hardware gebunden. Also wenn der Kunde Ford vorschreibt, ihr habt das Notebook mit der Grafikkarte von dem Hersteller zu nehmen, dann war das so. Jetzt haben wir aber gesagt, macht das so viel Sinn in der Umgebung, wo wir Google nutzen? Weil es gibt ja Chromebooks, Pixelbooks, dedizierte Hardware, sehr klein, sehr schlank, schnell und kostet auch nicht so viel. Weil als Mittelständler ist es offen gesagt auch ein Punkt der Kosten. Viele der Automobilentwickler haben das auch langsam erkannt und steigen auf VDI um. Wir haben einen internen VDI-Cluster und dafür haben wir eine Testphase gerade am Laufen, inwieweit wir Chromebooks einen CAD-Entwickler geben können, der eigentlich nur die große Workstation für, ich sag jetzt mal, 4.000 Euro hatte mit einer Space Mouse und so weiter. Und die Testphase, was wir gerade haben, hat auch schon teilweise ergeben, es funktioniert auch mit der günstigen Hardware in Form eines Chromebooks. Und der Mitarbeiter, der sonst immer mit dem riesen Tower unter dem Tisch war, sagt, oh, ist ja voll super, ich gehe nach Hause und kann von zu Hause auf meiner VDI arbeiten, muss nicht immer ins Unternehmen rein. Das war uns sehr wichtig, allein von dem Kulturwandel, beziehungsweise um unser Ziel zu erreichen, den Arbeitsplatz der Zukunft bei der RLE einzuführen. Neben dieser ganzen Wechsel und so weiter ist es natürlich immer normal, dass irgendwann ein Tal kommt, wo die Mitarbeiter demotiviert sind und sagen, oh, jetzt klappt das wieder nicht, das war vorher anders. Wir sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen einzelne Events, auch zusammen mit den Kollegen von Google oder Cloudwürdig, haben wir als Beispiel Q&A-Sessions gemacht, während dieser ganzen Phase, ich nehme jetzt mal in dem Fall Deutschland, während dieser ganzen Phase haben wir zweimal die Woche angeboten, eine Q&A-Session von einer Stunde, wo sich jeder einwählen konnte. Er hatte ein extra Projekt, wo er drauf buchen konnte, also er musste nicht dann abends eine Stunde länger bleiben oder sowas, er konnte sich einwählen und konnte dann auch seine Fragen stellen. Und es ist halt üblich, wenn ich was beantworte, wenn mein Chef was beantwortet, dann heißt es, ja, ja, ihr müsst das ja einführen, ist alles gut, aber was ist denn mit der Sicherheit? Ja, das ist sicher. Ja, das könnt ihr ja lange sagen. Also haben wir dann auch mit Google zusammen eine Q&A-Session gemacht, wo wirklich, du kannst es bestätigen, Rojan, sehr direkte und harte Fragen gestellt wurden in Form von, wann ich mein Bild da hochlade, habe ich dann noch mein Recht daran oder liegt das jetzt bei euch? Also es waren ganz viele Sachen auch aus der Automobilindustrie gesehen. Ja, was sagt denn der Kunde dazu eigentlich? Die sind doch so komplett kontra Cloud. Ja, die sind kontra Cloud, aber es kommt auch immer darauf an, welche Daten in die Cloud gelegt werden. CAD-Daten, sage ich ganz ehrlich, legen wir zurzeit auch nicht da rein. Da sind wir am Evaluieren. Aber es geht uns rein um Office-Daten. Das hat viele beruhigt, das auch mal losgelöst von RLE-Mitarbeitern, von externen zu hören. Was eines der größten Highlights war, war das Google Truck Event. Was versteht man darunter? Rojan, du kannst da, glaube ich, gleich noch zwei Worte zu sagen. Google hat einen Truck, der durch die Dachregion reist, mit VR-Brillen drin, auch mit einem Jamboard. Und wir haben es geschafft, diesen Truck nach Köln und nach Böblingen zu bringen, beziehungsweise in Böblingen wäre er eh gewesen. Köln war ein Highlight in unserer Entwicklungshalle, wo die Mitarbeiter reingehen konnten, auch nochmal Fragen an Externe stellen konnten, aber auch Präsentationen waren, einfach zu zeigen, was ist denn noch so möglich mit der G-Suite, neben dem, was wir gerade schon machen. Ganz speziell App-Maker, wie kann ich einzelne Sachen ohne Programmierkenntnisse selbst zusammenbauen und habe dann meine Apps und so ein Zeug. Das war uns sehr wichtig. Und es ist halt immer so, da wir ein weltweites Unternehmen sind, ich kann nicht an jedem Standort gleichzeitig sein. Oder wir konnten nicht an jedem Standort gleichzeitig sein. Und glücklicherweise ist mitten in diesem Change unsere Management-Konferenz gefallen. Was ist das? Alle Standortleiter weltweit kommen zusammen für eine Woche, diskutieren, wie es geht mit dem Unternehmen weiter, entwickeln Pläne. Und auch dort hatten wir die Möglichkeit, die G-Suite als auch die Google-Produkte einmal dem Management vorzustellen. Denn, seien wir ehrlich, habe ich das Management auf meiner Seite, dann wird der Mitarbeiter eher weniger widersprechen. Und das ist uns in dem Fall sehr gut gelungen. Die Kollegen von Google waren auch da, der Rojan und die Adela. Und wie man auf dem Bild gut sieht, unsere Geschäftsführer, ich glaube, man sieht es am Gesicht, waren auch sehr zufrieden damit, wie wir dieses ganze Projekt gemeistert haben bis zu dem Zeitpunkt. Ein kleiner Zwischenstand, wie weit sind wir? Wir haben Deutschland, Spanien, USA komplett abgeschlossen. Am 23.09. wird jetzt UK folgen. Und wir planen es abzuschließen im Oktober, dass alle migriert sind auf die G Suite bzw. auf Gmail. Dazu ist noch zu sagen, unsere Migration auf Gmail bedeutet gleichzeitig,
alle anderen Produkte sind auch schon freigeschaltet. Also dem Mitarbeiter wird das offen gelassen. Möchte er jetzt schon mit Docs arbeiten? Möchte er mit Tables arbeiten etc.? Wir haben die Erfahrung gemacht, viele nutzen es jetzt schon. Und das erleichtert uns natürlich aus IT-Sicht auch die Arbeit. Weil sie sagen, oh, okay, ich habe mich da schon mit auseinandergesetzt, passt. Und danach Indien und das größte oder die größte Herausforderung, die wir sehen gerade durch die chinesischen Regulatorien, ist China, ganz klar. Da sind wir zurzeit auch in Gesprächen mit den Google-Kollegen. Wie kriege ich es hin, 400 Personen in China zu migrieren, ohne dass irgendwas geblockt wird etc. Und wir haben die Erfahrung auch schon gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ein Kollege aus Deutschland ist rübergereist, mit seinem Handy ging alles, er hat einen westlichen Vertrag gehabt, hat er sein Notebook angeschlossen, ging die Hälfte nicht. Und da sind wir halt gerade dran. Adela hat da viele Lösungsmöglichkeiten und da sind wir gerade am Evaluieren, aber ich bin, was das angeht, sehr zuversichtlich, dass wir auch das hinkriegen. Und man sieht es ja auch allein an den Verteilungen der Rechenzentren. Wenn Google ein Rechenzentrum da drüben hat, dann kriegen wir auch das noch hin. Wenn nicht, komme ich zu dir, Rojan. Ja, nochmal abschließend so gesagt, wie sind wir vorgegangen? Wir haben es in drei Phasen gesplittet. Vieles, was ich gerade schon erzählt habe, aber auch vieles, wie geht es weiter? Also wir wollen dann ab Anfang nächsten Jahres hingehen und wirklich unsere internen Pfeilerstrukturen migrieren. Also erstmal analysieren, welche Daten darf ich überhaupt in die Cloud legen, und dann wird es umgezogen, dass die Mitarbeiter halt, wir sagen jetzt ganz offen, ein Mittelständler, der kauft einen Server, dann ist der wieder voll, dann kauft er wieder ein. Das ist irgendwann teurer. Und in der Cloud, ich kann reinlegen, was ich will, und wenn ich 100-mal dasselbe reinlege, ist es egal. Ich habe unbegrenzten Speicher. Und das ist für uns halt auch so der nächste Meilenstein, so gesagt, die Migration aller internen Dokumente in die Cloud, um auch losgelöst vom VPN damit arbeiten zu können. Das ist halt auch noch ein Grund, wo wir sagen, diese VPN-Sache, man braucht es noch, aber wir wollen uns davon lösen. Denn nehme ich wieder das Beispiel China, ich reise nach China, geht mein VPN-Tunnel wieder nicht. Aber wenn ich auf Strive zugreifen kann, dann habe ich doch die Hälfte gewonnen. Und abschließend wäre es dann unser größter Wunsch, so gesagt, aber das müssen wir noch definieren, und Google muss uns endlich mal das Datum nennen, wann wir mit Google Voice starten können, dass wir von Skype for Business wegkommen, auf Google Voice umsteigen können und so gesagt die Festnetztelefonie mit in Hangouts integriert haben und damit wirklich das Rundum-Sorglos-Paket so gesagt bekommen haben. Zum Abschluss noch, was sind so unsere nächsten Schritte? Viel habe ich schon vorausgenommen. Wir wollen jetzt demnächst auch die Microsoft-Dienste abschalten. Wir haben einige schon abgeschaltet. Mit der Migration sind wir hingegangen und haben es dem Mitarbeiter so gesagt verboten, über Outlook Mails senden und empfangen zu können. Also er ist auch gezwungen, die G Suite zu nutzen. Nicht, dass dann die Hälfte wieder da ist. Und wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir migrieren einmal. Macht ihr danach noch was? Zum Beispiel, ihr verschiebt die Mail in den Ordner, ist es euer Problem. Wir haben es einmal komplett migriert und das wurde auch von der Geschäftsführung so getragen. Sonst wäre das bei einigen Personen bestimmt eine Herausforderung geworden. Ja. Und falls einige jetzt noch Interesse haben oder sehen wollen, wie ging es noch weiter, was haben sie noch gemacht, wo stehen sie gerade? Wir haben auch eine Webseite ganz öffentlich ins Internet gestellt, wie-go-google.rle.de. Da kann man draufklicken, keine Panik, keine Daten werden gesammelt oder sonst was. Basiert auf Google Sites, also ich denke, es ist auch eine gute Alternative für WordPress oder so. Und da sieht man unsere Projektschritte, unsere nächsten Schritte, was haben wir gerade gemacht, wie geht es weiter, wie sind wir einige Themen angegangen oder wie haben wir unsere Leute auch trainiert. Das war auch so eine Sache. Und abschließend hier noch die FAQ-Seite, ich denke, die kann jeder gebrauchen, weil ich denke, viele Unternehmen, die diesen Schritt wagen, werden dieselben Fragen haben. Es gibt es von Google auch, aber unsere Mitarbeiter sind ein bisschen eigen gewesen in dem Fall. Wir haben es dann selbst veröffentlicht und ja. Ja, dann bedanke ich mich, wenn Fragen sind. Ich bin noch ein bisschen hier und schönen Abend noch. Vielen Dank, Patrick, für die spannenden Einblicke. Wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne jetzt auch stellen. Dann werden wir nur gucken, dass ihr ein entsprechendes Mikro habt, damit unsere Leute hier im Livestream auch die Chance haben, das mitzuhören. Gibt es Fragen aus der Runde raus? Ja. Rojan. Nicht verraten, dass Rojan ist. Da muss ich doch was fragen.
Genau, du hast am Anfang gesagt, dass diese Herausforderung des gesamten Changes, wie ihr das angegangen seid, kannst du vielleicht nochmal sagen, warum auch die Geschäftsführung diesen Change, diesen Kulturwandel überhaupt gehen wollte oder musste und überhaupt macht? Warum das so wichtig ist, speziell vielleicht für eure Industrie? Weil ich glaube, auch im Mittelstand gibt es ganz andere Industrien, die machen das, überlegen das, warten oder machen es halt nicht. Ja, unsere Geschäftsführung, wir sind Mittelständler, wir sind kein Riesenkonzern. Wir sind auch gezwungen, gerade durch die Konkurrenz aus Fernost, ein deutsches Ingenieurbüro, klar, Deutschland ist penibel, ist akkurat, aber viele Aufträge werden halt auch die Preise ziemlich gedrückt. Und es ist halt so, der Auftrag startet zum Preis, wo ich jetzt sagen würde, okay, in Deutschland ist das sportlich. Wir müssten einfach schneller sein, in kürzerer Zeit das abarbeiten können, und da haben uns halt oder helfen uns die Google-Tools gerade beim Zusammenarbeiten, auch mit, wie ich erwähnt habe, bei dem Zeitverzug, dass wir schneller in kürzerer Zeit Projekte abarbeiten, um halt auch mit der Konkurrenz mithalten zu können aus Fernost, die gefühlt 24 Stunden arbeiten, ist unser Eindruck. ja, es ist halt so. Und was natürlich auch immer noch der Punkt war, der Kostenfaktor. Also ich blicke bis heute nicht das Microsoft-Modell durch. Ich kriege am Ende die Rechnung und denke, warum ist das so teuer für den Scheiß, den ich nutze? Um es ganz plump zu sagen. Und ja, bei der G-Suite gehe ich auf eine Seite, habe drei Modelle. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das sind halt all so Sachen. Wir wollten mehr Transparenz reinbringen und es sollte einfacher werden. Und ich denke, dadurch ist es halt auch aus IT-Sicht deutlich einfacher geworden und für unsere Mitarbeiter auch. Ich gucke nochmal kurz in die Runde und wollte dich aber auch nochmal fragen, was denn so das Ding aus der G-Suite, wo du sagst, das dürft ihr mir auf keinen Fall mehr wegnehmen. Das ist so geil, das würde ich niemals vermissen wollen. Eins? kannst gerne auch eine Top 3 draus machen. Okay. Hangouts, also diese ganze Chat-Funktion, auch die Videokonferenzen in Kombination mit dem Jamboard, also finde ich genial. Allein, wenn wir zum Beispiel, wir malen ein Netzwerk. Ich sitze gerade in Frankfurt oder in Rüsselsheim, der Kollege sitzt in Köln. Ja, komm, ich mal da mal was. Dann hat er ein Foto gemacht, schickt das, fällt weg. Es ist einfach alles viel schneller. Die Zusammenarbeit, egal welches Tool es ist, zum Beispiel Präsentation, ich bin ehrlich, wir haben die in einer halben Stunde erstellt. Ich war hier, der Kollege war in Köln, in einer halben Stunde stand das Ding. Das sind halt die ganzen Sachen, diese ganze Kollaboration, das ist so eigentlich das Größte an der ganzen Sache, was mir halt auch die Arbeit erleichtert und die Suche. Also in Outlook habe ich da meine Ordnerstruktur gehabt und wo war das? War das 18? War das 17? Und heute habe ich oben ein Suchfeld, tippe was ein und finde es. Und er durchsucht halt nicht nur die Mail. Für mich ist immer noch das Highlight bei der Suche, er durchsucht auch PDFs. Ich weiß nur noch den Preis, gibt es ein, ach, da ist das Angebot und den PDF und da ist es. Also das ist für mich so das größte Highlight. Cool, vielen Dank dir. Ich gucke noch ein letztes Mal in die Runde. Ansonsten, ja, hier vorne. Was mich interessiert, ist das, wie seid ihr im Projekt vorgegangen? Das, wie meine ich, nur ganz knapp, kann ich nachher auf dich zukommen. Methodisch habt ihr bestimmte Sachen bewusst so oder so gemacht? Alte Struktur, neue Struktur, agil, Wasserfall oder sonst ja. Was. Wie seid ihr da, um da praktisch schlank und dann noch flexibel unterwegs zu sein? Also wir haben es agil gemacht, wir haben so eine Mischung gemacht, also so ein bisschen Scrum, aber wir haben jetzt nicht den Scrum Master eingeführt und so weiter, haben kein Daily Scrum gemacht und sowas, also wir haben so eine Mischung gemacht. Wir haben einmal die Woche ein Meeting gehabt, wir haben klar definiert, das muss gemacht werden, wir haben mit einem Tool gearbeitet, Asana, ich weiß nicht, ob es einige kennen, ein Projektmanagement-Tool, und da haben wir einfach in Form von Kanban das Ganze geordnet, Arbeitspakete, und dann hat sich jeder halt gerade das aus dem Block, der gerade bearbeitet werden sollen, rausgegriffen und hat das dann so bearbeitet. Prima, also ihr habt für euch individuell adaptiert, was ihr braucht. Und genau. Ja. Ja. Dankeschön. Ja. Ich bringe das einmal kurz nach hinten. Ja. So, ich hätte jetzt noch mal eine Frage bezüglich internationaler Geschäfte. Also ganz interessant zu sehen, dass wie das Projekt quasi aufgebaut wurde mit den drei Mitarbeitern und diese regelmäßigen Sitzungen. Und jetzt stelle ich mir das dann so vor, dass die Kollegen in Spanien vielleicht jetzt nicht
alle gleich den gleichen Level im Englisch haben und in China wahrscheinlich auch. Wie macht ihr das? Dann reist das Team dort vor Ort und ist erstmal einen Monat vor Ort oder macht ihr jetzt alles remote? Wir haben viel remote gemacht. Dazu ist zu sagen, der Trainer, der vor Ort war, hat immer Englisch gesprochen, aber auch die Landsprache, gerade in Spanien Spanisch. In UK, ja okay, Englisch. In China wissen wir es noch nicht, sage ich ganz ehrlich, weil das wird schwierig. Auch in Indien, da die ja, ich glaube, 17 verschiedene Sprachen haben oder sowas. Da müssen wir uns noch drauf verständigen, aber wir sind immer, die Trainer haben die Landessprache gesprochen, falls es Englischprobleme gibt. Wir sind auch hingereist, wir sind vorab hingereist und haben so, ich sage mal, so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, sind zu zweit hin oder ich alleine. Hey, wir machen da was. Ich kann es euch mal zeigen, wollt ihr schon mal hier ein bisschen ausprobieren. Hatten dann auch so ein Chromebook dabei, dann haben die da ein bisschen rumspielen können. Hat so ein bisschen die Berührungsängste genommen. Und dann während der Umstellung, wann die Trainer da waren, hatten wir sowohl, also war ich immer vor Ort, als auch in Köln waren Leute immer parat. Und wir haben das mit 3 Mann gemacht. Aber die Migration, ich sage jetzt mal, ohne es zu übertreiben, 3 Knöpfe drücken, das konnte jeder ITler. Ja. Das haben wir nicht gemacht. Das können wir einfach nicht machen aus Projektsicht. Die sind meistens so eingebunden gewesen und mit den Abgabefristen, das war uns nicht möglich. Wäre aber auch auf jeden Fall eine Option gewesen. Aber die hatten halt auch die Möglichkeit, sich per diesen Q&A-Sessions dazuzuschalten. Da haben wir auch Google Guides aus Deutschland mit dazu genommen, die so ein bisschen aus ihrem Erfahrungsschatz halt rausreden konnten. Sehr cool, ja, ganz herzlichen Dank dir, Patrick. Du bist noch einen Moment auch da heute. Ja, ja. Genau. Ja, wir haben gleich noch ein kleines Dankeschön auch für dich in flüssiger Form. Nein, es ist kein Appleboy, wie man hier in Frankfurt vielleicht vermuten könnte. Ich komme aus Mainz. Du kommst aus Mainz, sehr gut. Da sind wir doch eher beieinander. Und genau, es wird gleich noch ein kleines Weinchen geben für dich. Vielen, vielen Dank, dass du heute Abend hier bist.